Servus und hallo, mein Nordhanner Dope Show. Heute mal wieder der Top. Ernst K. Phase Wochenreflexion vom 3.10. bis 9.10.94. Diese Woche verlief ziemlich ruhig, bis ich am Samstag ins Ex-User-Büro gerufen wurde. Dort fragte mich Helmut M., übrigens mein Cousin, ob ich noch Kontakt zu Sibylle hätte. Ich habe das verneint, was der Wahrheit entspricht. Daraufhin meinte er, dass ein Mädchen angerufen hat und sich Hanni genannt hat. Der Alex habe sie aber als Ariane erkannt. Sie hatte ihre Telefonnummer durchgegeben und gesagt, ich solle doch mal anrufen. Ich habe und hatte keinen Kontakt zu ihr oder zur Sibylle. Habe aber Angst, dass eine von beiden hier in Herrsching auftaucht und versucht, mich abzupassen. Ich reagierte damit, dass ich mir selbst auferlegte, nicht alleine das Haus zu verlassen. Helmut meinte noch, ich solle eine UK abgeben. Aber ein anderer Helmut, Helmut R., nicht der MM war mein Cousin, er weiß ich nicht mehr genau. Aber was ich mit gutem Gewissen machte, gut, jetzt weiß ich nur nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich kann doch nicht wegen so einem blöden Anruf den ganzen Rest der Therapie zu zweit rausgehen. Mal sehen, was die Woche bringt. Ja, ich weiß, nachhinein wusste ich, wer diese Hanni war. Das war meine Cousine. Helmut, seine Schwester. Seine Stiefschwester. Mit ihr bin ich blutlinie verwandt, mit Helmut nicht, aber das ist so, dass es tatsächlich so war, dass die halt versucht hat, mich dort zu erreichen, weil sie jemanden gebraucht hätte, der wahrscheinlich beim Dealen hilft oder der, weil die Drogen probiert, weil früher hat sie ja selber nichts genommen. Und ich habe ja nach der Therapie erfahren die hieß Hanni, meine Cousine, dass sie es war. Unglaubliche. Aber das war so kurz vor Ende der Therapie, das hat mir richtig, richtig Nerven gekostet, weil ich in der K-Phase schon war. Ja, ich zeige euch mal so einen Plan, wie es ausschaut, was wir da mal abgeben haben müssen. Ja, da steht halt zum Beispiel Wochenplan Montag, Brunch, Bistro im Dorf, Plenum. Am Dienstag Projekt Frauendusche, K-Gruppe, also die Kleingruppe von der K-Phase. Projekt Frauendusche, Plenum am Abend und danach halt Freizeit. Und das ist halt tatsächlich jeden Tag Plenum, 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 Plenum. Das war halt schon hardcore. Das war gerade so eine Phase, wo wieder Haus zu und so weiter und so fort. Und das ist halt dann schon irgendwann einmal die Substanz auch gegangen, Leute. Das ist echt. Was soll ich dazu sagen? Okay, das war's für heute. Nächstes Mal gibt's wieder so eine Sendung. Bis dann. Peace out.